Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau. An dem Punkt, wo es heißt, Nägel ist der Meinung, reduktionistische Erklärungen des Bewusstseins funktionieren nicht. Das heißt, bei der Reduktion geht eben doch etwas verloren. Selbst wenn wir versuchen, das Bewusstsein zu reduzieren auf irgendwelche physikalischen Fakten, geht es nicht verlustfrei. Irgendetwas fällt dabei unter den Tisch. Und für Nägel ist das genau der subjektive Charakter, von dem eben im vorherigen Video die Rede gewesen ist. Er schreibt, wenn Sie nochmal in den Text reinschauen, auf Seite 262, wir können dies den subjektiven Charakter von Erfahrung nennen, also das Bewusstsein. Und dieser subjektive Charakter wird von keiner der vertrauten, neuerdings entwickelten reduktiven Analysen des Mentalen erfasst. Alle diese Analysen sind nämlich mit seiner Abwesenheit logisch vereinbar. Er ist nicht in der Begrifflichkeit irgendeines explanatorischen Systems funktionaler oder intentionaler Zustände analysierbar. Wenig später schreibt Nägel dann auch, dass er nicht reduzierbar ist auf die kausalen Rollen des Mentalen. So, und da kommen jetzt drei sehr, sehr wichtige Konzepte vor, die wir uns mal kurz anschauen müssen, um zu verstehen, vor welchem Hintergrund sich Nägel bewegt. Das sind erstens Intentionalität, zweitens Funktionalismus und drittens die kausalen Rollen. Also gehen wir zunächst mal auf diesen Begriff der Intentionalität ein. Intentionalität ist prinzipiell erstmal eine Eigenschaft von mentalen Zuständen. Mentale Zustände sind intentional und das bedeutet, sie haben einen Inhalt oder sie haben einen Gegenstand, auf den sie sich richten, auf den sie, wir würden sagen, intentional bezogen sind. Dieser Inhalt kann in einem Das-Satz ausgedrückt werden. Also beispielsweise kann ich sagen, ich sehe, dass du im Garten bist oder ich will, dass es morgen regnet. Der Gegenstand, der Inhalt meines Sehens oder meines Wollens ist das, was in diesem Das-Satz drinsteht. Solche mentalen Zustände, die intentional sind und Inhalte haben, nennen wir, naja, hurra, intentionale Zustände. Nicht jeder mentale Zustand muss auch ein intentionaler Zustand sein. Es gibt nicht intentionale mentale Zustände, also zum Beispiel Bauchschmerzen. Wenn ich Bauchschmerzen habe, kann ich nicht sagen, ich habe Bauchschmerzen, das, Punkt, Punkt, Punkt. Meine Bauchschmerzen haben keinen Inhalt. Es gibt nichts, was sie als Gegenstand hätten. Sie sind einfach da und fühlen sich so oder so an. Nun, aber was heißt denn das jetzt eigentlich, intentionale Zustände zu haben? Gut, um das zu erklären, hilft uns ein Blick auf einen anderen Philosophen, nämlich auf Daniel Dennett und seine Theorie der mentalen, der intentionalen, Entschuldigung, der intentionalen Systeme. Ja, für Dennett sind intentionale Systeme Wesen, die Bewusstsein haben, die rational sind und zu denen wir eine Haltung einnehmen, dass wir sie als intentionale Systeme betrachten. Also diese drei Merkmale, die für Dennett alle untereinander verbunden sind, sind entscheidend dafür, etwas als ein intentionales System zu beschreiben. Machen wir so ein Beispiel, ein Hund. Ein Hund kann ohne Probleme als ein intentionales System verstanden werden. Wenn ich beispielsweise beobachte, wie der Hund zum Fressnapf läuft, nachdem ich das Futter reingetan habe, dann würde ich sagen, der Hund sieht, dass ich das Futter in den Fressnapf tue. Er hat Hunger und er will jetzt gerne was essen. Das heißt, ich schreibe ihm eine ganze Reihe von mentalen Zuständen zu, also von bestimmten Empfindungen, von bestimmten Wünschen, von bestimmten Wahrnehmungen, alles das Bewusstseinszustände, die ich ihm zuschreibe. Gleichzeitig betrachte ich ihn als ein rationales Wesen. Denn was ist wohl das Vernünftigste, wenn man Hunger hat und sieht, dass da drüben im Fressnapf was zu essen ist? Das Vernünftigste in der Situation wäre, rüberzulaufen zum Fressnapf und mit dem Fressen anzufangen. Und genau das ist es ja, was der Hund tut. Er verhält sich also rational. Und indem ich ihm diese Dinge zuschreibe, Bewusstsein und Rationalität, betrachte ich ihn als ein intentionales Wesen. Der Hund ist also in Dennets Worten ein intentionales System. Der Witz an der Sache ist jetzt allerdings, für den Dennett ist es allein eine Sache der Zuschreibung von außen, ob etwas ein intentionales System ist oder nicht. Dieser Begriff intentionales System dient einzig und allein dazu, das Verhalten von etwas vorherzusagen oder zu beschreiben.
Deswegen kann ich zum Beispiel auch eine Pflanze als ein intentionales System beschreiben, obwohl ich normalerweise nicht davon ausgehen würde, dass Pflanzen ein Bewusstsein in Nagels Sinne jetzt haben. Ich kann ja zum Beispiel sagen, die Pflanze wächst so schräg, weil sie zum Licht möchte. Dann schreibe ich der Pflanze bestimmte Bewusstseinszustände zu, nämlich sie will gerne ans Licht kommen. Und ich schreibe ihr zu, dass sie sich rational verhält. Das heißt, sie wächst in die Richtung, die am besten geeignet ist, um Licht zu bekommen, also um ihr Ziel zu erreichen. Ich betrachte also die Pflanze als ein intentionales System. Was in dieser Analyse von Intentionalität allerdings vollständig fehlt, das ist der subjektive Charakter. Und das ist gerade das, worum es Nagel geht. Also diese Idee von Intentionalität, die hat er vor Augen, wenn er sagt, in keiner Analyse des Mentalen als intentionaler Zustand ist dieser subjektive Charakter enthalten. Das führt uns jetzt gleich weiter schon zum nächsten Begriff, nämlich zu dem des Funktionalismus. Funktionalismus, das bedeutet im Zusammenhang der Philosophie des Geistes, zunächst mal ganz einfach, dass ein mentaler Zustand nicht über seine intrinsischen Eigenschaften definiert wird, also nicht über das, was er in sich ist, sondern über die Rolle, die er spielt, beziehungsweise über die Funktion, die er erfüllt. Nun, was ist denn eigentlich eine Funktion? Ganz allgemein gesagt, eine Funktion, das ist eine Blackbox. In diese Funktion, in diese Blackbox stecken Sie irgendwas rein und es kommt irgendwas anderes hinten raus. Sie kennen das vielleicht aus der Mathematik, wo Sie gelernt haben, dass x² oder sowas eine Funktion sein kann. Dieses x² ist eine Blackbox. Sie stecken eine Zahl rein und eine andere Zahl kommt raus. Und die Funktion bestimmt dann, bei welchem Input welcher Output rauskommt. Die Funktion x² sagt Ihnen, steck eine 2 rein, es kommt eine 4 raus. Steck eine 3 rein, es kommt eine 9 raus. Und immer so weiter. Aber auch andere Sachen können Funktionen sein. Man kann eine ganze Menge Dinge, abstrakte und konkrete, als Funktionen betrachten. Also zum Beispiel ist auch ein Motor, wie er in Ihrem Auto vorkommt, eine Funktion. Sie fügen Treibstoff hinzu, tun Treibstoff rein in die Blackbox und was kommt raus? Bewegung. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man so einen Motor bauen kann. Also manche Motoren brauchen als Input Benzin, andere brauchen Diesel, wieder andere brauchen Strom oder Kuhscheiße oder was weiß ich was. Wichtig ist, welche Funktion der Motor hat. Solange er aus einem gegebenen Input Bewegung produziert, ist es ein Motor. Alles, was diese Funktion erfüllt, was diese Rolle spielt, das nennen wir einen Motor. Ich erkläre also, was ein Motor ist, nicht indem ich sage, was er ist, also woraus er besteht, sondern was er tut. Das kann man in der Philosophie des Geistes oder bezogen auf das Problem des Bewusstseins genauso machen. Ich kann einfach sagen, Funktionalismus, darunter verstehe ich, dass mentale Zustände bestimmte Funktionen sind, die einen bestimmten Input mit einem bestimmten Output korrelieren. Der Input, das wären in diesem Fall Sinnesreize beispielsweise, und der Output wäre eine bestimmte Form von Verhalten. Zum Beispiel könnte ich meinen mentalen Zustand, ich habe Hunger, als eine bestimmte Funktion begreifen. Diese Funktion würde dann so funktionieren, dass bei einem Input von mein Magen ist leer und die Nerven, die mit meinem Magen verbunden sind, senden bestimmte Impulse an mein Gehirn, ein bestimmtes Verhalten ausgelöst wird, nämlich ich stehe auf, gehe zum Kühlschrank und gucke, was drin ist. Dasjenige, was diese Funktion erfüllt, bei leerem Magen dieses und jenes Verhalten, also zum Kühlschrank zu gehen, auszulösen, das nennen wir den mentalen Zustand Hunger haben. Wir können das auch so formulieren, dass wir sagen, der mentale Zustand Hunger haben spielt eine bestimmte kausale Rolle. Er stellt eine kausale Verknüpfung her, eine ursächliche Verknüpfung zwischen dem einen Zustand, leerer Magen, und dem anderen Ereignis, zum Kühlschrank gehen. So, das wäre jetzt also die Idee des Funktionalismus. Was allerdings bei einer funktionalistischen Analyse des Mentalen wiederum fehlt, laut Nagel, das ist der gute alte subjektive Charakter. Es gibt eine ganze Menge von Dingen, die in irgendeiner Weise funktionale Zustände haben können. Also das Thermostat in meinem Backofen hat auch funktionale Zustände. Auch das Thermostat kann eine bestimmte kausale Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist, dann soll der Backofen aufhören zu heizen. Der Zustand des Thermostats, also wie heiß das gerade ist, spielt dann die entsprechende kausale Rolle.
Ich kann das durch die Funktion beschreiben, die dieses Thermostat hat, nämlich schalte die Heizspirale aus, wenn Temperatur X erreicht ist. Das heißt aber nicht, dass es einen subjektiven Zustand des Thermostats gibt. Für das Thermostat ist es nicht irgendwie die bestimmte Temperatur erreicht zu haben, bei der die Heizspirale abgeschaltet werden muss. Bei uns, bei unseren mentalen Zuständen, sollte es aber gerade so sein. Es muss irgendwie sein, Hunger zu haben. Es reicht nicht nur, Hunger zu beschreiben, indem ich sage, Hunger ist dasjenige, was bei einem leeren Magen dazu führt, dass ich zum Kühlschrank gehe, sondern Hunger muss sich in irgendeiner Weise anfühlen. Und das ist eben dieser subjektive Charakter, der für Nagel fehlt. Das ist also das Problem der ganzen reduktionistischen Theorien. Sie übersehen einen wichtigen, einen unerlässlichen Aspekt des Psychischen, eben diese Subjektivität des Psychischen. Kann man das Problem vielleicht ganz einfach umgehen? Nagel erwägt das ganz kurz. Er schreibt auf Seite 262 unten, wenn Sie noch mal reinschauen mögen in das Zitat: Es ist unmöglich, die phänomenologischen Eigenschaften der Erfahrung von einer Reduktion in der gleichen Weise auszuschließen, in der man die phänomenalen Eigenschaften einer gewöhnlichen Substanz von einer physikalischen oder chemischen Reduktion derselben ausschließt, nämlich indem man sie als Wirkungen auf das Bewusstsein menschlicher Betrachter erklärt. Also phänomenal oder phänomenologisch, damit ist hier einfach diese Erlebnisqualität des Bewusstseins gemeint, das gute alte, wie es sich anfühlt, wie es ist, in diesem Zustand zu sein. Wir könnten also, das ist jetzt der Gedanke, der hier im Hintergrund steht, aus dieser Problematik rauskommen, indem wir die phänomenalen Eigenschaften von physikalischen Dingen einfach als ihre Wirkungen auf das Bewusstsein erklären. Nehmen Sie als Beispiel Zucker. Zucker ist süß, hat also die phänomenale Eigenschaft, süß zu schmecken. Sie alle wissen, wie diese phänomenale Eigenschaft ist oder sich anfühlt, wenn Sie schon mal an einem Stück Zucker geleckt haben oder irgendetwas Süßes gegessen haben. Nun kann man diese phänomenale Eigenschaft, süß zu sein, einfach reduzieren auf eine bestimmte Wirkung, die physikalische Ereignisse auf uns als Beobachter haben. Also beim Zucker würde das in etwa so laufen: Ja, wir haben Geschmacksrezeptoren in der Zunge, die reagieren auf den Kontakt mit den Zuckermolekülen, indem sie ein bestimmtes Signal über die Nerven ans Gehirn senden, und das löst dann in uns die Empfindung von süß aus. Wir erklären also, was diese phänomenale Qualität, es schmeckt süß, ist, indem wir erklären, wie das Ding, das süß ist, auf uns als Beobachter wirkt. Das geht für irgendwelche subjektiven Qualitäten oder phänomenalen Qualitäten von physikalischen Dingen, aber das geht nicht für die Subjektivität selbst, sagt Nagel. Wenn ich phänomenale Eigenschaften, das Süßsein oder das Hartsein oder das Warmsein, erkläre durch ihre Wirkung auf mich als bewusstes Subjekt, dann setze ich natürlich Subjektivität immer schon voraus. Ich setze voraus, dass es da ein Subjekt gibt, für das sich das Ganze irgendwie anfühlt. Aber das heißt ja auch, die Subjektivität selbst kann keine Wirkung auf das Subjekt sein. Sie ist das Subjekt. Subjektivität ist also in dieser Erklärung, wie wirkt es auf mich, immer schon vorausgesetzt. Heißt also, wir müssen einen Platz finden für Subjektivität innerhalb unserer Theorien des Bewusstseins. Bloß klappt das Ganze bisher nicht so besonders gut. Und das ist der Ärger, der Nagel in diesem Aufsatz umtreibt. Manche sind durch diese scheinbare Ausweglosigkeit zu einer radikalen Lösung getrieben worden und haben behauptet, es gibt gar nicht so etwas wie Subjektivität. Nagel spielt ganz kurz darauf an, an einer Stelle des Textes, wo er sagt: Tatsachen bezüglich dessen, wie es ist, ein X zu sein, sind sehr sonderbar. So sonderbar, dass man geneigt sein könnte, ihre Wirklichkeit oder den Sinn von Behauptungen über sie zu bezweifeln. Worauf er hier anspielt, das ist der sogenannte Eliminativismus. In der Philosophie des Geistes, also eine Theorie, die maßgeblich von den beiden Philosophen Paul und Patricia Churchland vorangetrieben worden ist. Die Idee hier ist zu sagen, mentale Begriffe, also sowas wie Wünschen, Wollen, Denken, Empfinden und so weiter, das sind bloß Relikte einer Folk Psychology, also einer Volkspsychologie oder so etwas, einer naiven, primitiven Theorie des Bewusstseins, die in einer echten wissenschaftlichen Theorie von uns als menschlichen Wesen nichts mehr verloren haben.
Im Gegensatz zum Reduktionismus ist die Idee jetzt hier nicht, dass man das Mentale vollständig auf das Physische reduzieren könnte. Die Idee ist, dass es das Mentale gar nicht gibt. Wir haben bloß den Eindruck, es gäbe so etwas wie Gedanken, Gefühle, Empfindungen und so weiter, weil unsere Sprache, unsere Folk Psychology uns das vorgaukelt. In Wirklichkeit gibt es das aber gar nicht. Das ist also bloß eine Illusion durch unsere primitive Sprache, der wir da unterliegen. Ja, das ist eine ziemlich radikale Lösung für dieses Problem, die, wie ich finde, irgendwie nicht mit meinen persönlichen Empfinden übereinstimmt. Also dieser Eliminativismus ist vielleicht die seltsamste Theorie in der Philosophie, die mir überhaupt bekannt ist, beziehungsweise die Theorie, bei der ich am allerwenigsten verstehe, wie man sowas überhaupt glauben kann. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mentale Zustände habe. Und wie irgendjemand ernsthaft behaupten kann, dass es so etwas nicht gibt, ich weiß nicht, was da los ist. Das ist echt ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass rationale Diskussionen irgendwo an ein Ende kommen und dass man sich nur noch gegenüberstehen kann und sich angucken und denken, was um alles in der Welt ist hier eigentlich los. Gut, was heißt das jetzt nun? Ich würde sagen, eine derart radikale Lösung sollte man erst dann in Erwägung ziehen, wenn man wirklich alle anderen halbwegs plausiblen Alternativen ausgelotet hat. Also geben wir Nagel doch mal eine Chance. Vielleicht hat er eine bessere Idee, wie wir mit der Subjektivität in unserem Erleben umgehen könnten. So, zum Abschluss noch eine kleine philosophische Frage oder eine Frage zum philosophischen Grübeln, die ich Ihnen mitgeben möchte. Nagel schreibt relativ am Anfang des Textes auf Seite 261 unten in ihrer Ausgabe: Bewusste Erfahrung ist ein weit verbreitetes Phänomen. Woher wissen wir das eigentlich? Woher wissen wir eigentlich, dass bewusste Erfahrung so weit verbreitet ist? Ja, wir schreiben bewusste Erfahrungen ohne weiteres anderen Menschen zu und auch anderen Tieren. Klar, da gibt es Grenzfälle, also Gorillas haben bestimmt bewusste Erfahrungen. Bei Hamstern bin ich mir nicht so ganz sicher, noch unsicherer bei Regenwürmern. Aber grundsätzlich ist das eigentlich kein Problem, anderen Wesen auch ein Bewusstsein zuzuschreiben. Ja, wie der Nagel sagt, wir können uns auch vorstellen, dass irgendwelche Aliens in anderen Sonnensystemen auch irgendeine Form von Bewusstsein haben. Bloß, worauf basiert eigentlich dieses Urteil, dass wir sagen, dieses und jenes Wesen hat auch Bewusstseinszustände? Nun, im Alltag läuft das ungefähr so. Sie sehen mich im Supermarkt, wie ich Schokolade kaufe. Also packen mir so eine dicke Tafel Schokolade in meinen Einkaufskorb und Sie denken sich, aha, der will Schokolade essen. Also Sie schreiben mir einen bestimmten mentalen Zustand, einen Wunsch zu, er will Schokolade. Warum tun Sie das? Nun, Sie beobachten mein Verhalten. Sie sehen, was ich tue. Ich greife nach der Schokolade, ich lege sie in meinen Einkaufskorb, um sie zu kaufen. Und wie erklärt man dieses Verhalten am besten? Nun, indem man mir irgendeinen Wunsch zuschreibt, nämlich am besten mal den Wunsch, Schokolade zu essen. Das heißt, ich schließe von äußerlich beobachtbarem Verhalten auf das Vorhandensein eines Bewusstseins. Aber in welchen Fällen darf man das eigentlich machen? Ich gebe Ihnen mal ein anderes nettes Beispiel. Ich habe zu Hause einen Staubsaugerroboter. Sie kennen die, diese kleinen runden Dinger, die so zufälligerweise immer durch den Raum flitzen und dabei den Dreck aufsammeln. Dieser Staubsaugerroboter hat natürlich einen Namen. Er heißt Spartacus. Also, na klar, wenn irgendwann mal die Maschinen das Bewusstsein erlangen und zum Aufstand blasen, dann soll er wenigstens der Anführer sein. So, aber wieso um alles in der Welt gebe ich meinem Staubsaugerroboter einen Namen, wie einem Haustier oder so etwas? Vielleicht liegt es an mir, vielleicht liegt es aber auch am Staubsaugerroboter. Denn er benimmt sich ja quasi wie ein Haustier. Also zum Beispiel, wenn die Batterie leer ist, dann fährt er selbstständig zurück zu seiner Ladestation. Er macht es auch so ganz langsam und vorsichtig, dass es wirklich so aussieht, als wäre er müde und bräuchte jetzt eine Pause. Und man kann schon fast gar nicht anders, als dann zu sagen, der ist müde, der will sich jetzt ausruhen. Das heißt, ich beobachte ein bestimmtes Verhalten meines Staubsaugerroboters und schreibe ihm dann irgendwelche bewussten Zustände zu. Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass mein Spartacus irgendwelche Bewusstseinszustände hat. Es ist für den nicht irgendwie, wenn seine Batterie leer ist.
Aber wieso eigentlich? Wo ist denn jetzt der Unterschied zu dem Hund, der sie in sein Körbchen legt? Bei dem sage ich doch auch, der ist jetzt müde und ich gehe davon aus, dass es sich für ihn irgendwie anfühlt, müde zu sein. Worauf basiert diese Annahme, dass manche Formen von Verhalten oder von Ereignissen in der physikalischen Welt mit Bewusstsein verbunden sind und andere nicht? Nun, beim Hund würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, der Hund verhält sich ungefähr so, wie ich mich auch verhalten würde. Basiert also dieses Urteil bloß auf Ähnlichkeit mit uns? Sehen wir überall da Bewusstsein, wo die Dinge, die sich verhalten, uns möglichst ähnlich sind? Könnten wir überhaupt jemals wissen, dass ein anderes Wesen ein Bewusstsein hat, das kein Verhalten zeigt? Also was ist denn mit einem Ding, das nicht in irgendeiner Weise reagiert, wenn ich es anstupse, das nicht mit seiner Umwelt interagiert? Könnte ich wissen, ob es Bewusstsein hat oder nicht? Könnte ich das jemals ausschließen? Das ist eine Frage, die im weiteren Verlauf des Textes für uns immer im Hintergrund stehen wird.